ganz klar der Underdog und freuen uns auf das Spiel. Und ich glaube, die Freude sollten wir einfach mitnehmen, die Motivation. Vielleicht ist es noch ein bisschen besser zu gestalten als schon im letzten Jahr. Aber ja, eigentlich können wir ganz befreit rangehen, weil wir wirklich nichts zu verlieren haben. Ja, von mir aus gerne. Ist ja auch mein Ex-Verein. Ich hatte da eine schöne Zeit in der Jugend und dann im Seniorenbereich meine ersten Schritte auch. Ja, mich würde es natürlich besonders freuen. Ja, man muss das ja realistisch sehen. Leverkusen sehe ich als drittbeste Mannschaft in Deutschland im Moment zumindest. Und wenn du gegen so eine Mannschaft gewinnen willst, dann musst du einen Tag erwischen, wo alles passt. Ja, und du musst wirklich nicht nur an deine Grenzen kommen, sondern vielleicht hier und da ein bisschen drüber hinaus. Du musst das nötige Quäntchen Glück haben, du musst die Zuschauer begeistert auf deiner Seite haben. Das werden wir alles versuchen und werden im Rahmen unserer Möglichkeiten alles rausknallen, zu was das dann nachher führt, das wird das Spiel dann zeigen. Also wir versuchen schon für jedes Spiel uns eine Idee zusammenzubasteln. Leverkusen hat natürlich brutale Qualität, in allen Mannschaftsteilen absolut europäische Spitzenklasse und wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube trotzdem, dass wir als Arminia Bielefeld in unserem Stadion eine Atmosphäre schaffen können, in der viel möglich ist. Das ist unser Ziel und dann müssen wir mal sehen, wie gut wir das hinkriegen. Ja, der Trainer sagt immer, in einem Spiel können wir jeden schlagen. Ich glaube, Leverkusen gehört spielerisch zu den Besten, was Deutschland zu bieten hat. Die sind in der Champions League dabei, haben jetzt Dienstag Erfahrung gesammelt in Manchester. Und da muss man schon realistisch einschätzen, dass es sehr, sehr schwer wird, fast unmöglich wird. Aber ich glaube, wir sind auch gut drauf und wollen da anknüpfen, wo wir zuletzt in der Liga, wie wir zuletzt in der Liga gespielt haben. Und dann wird da auch was möglich sein, mit dem Publikum im Rücken vielleicht dann doch noch für eine Sensation und eine Überraschung zu sorgen. Also mich freut es immer, wenn unser Stadion voll ist, weil die Atmosphäre ist dann ganz was Besonderes. Ich war schon in ganz vielen Stadien in Deutschland und wenn die allen voll ist, dann ist es wirklich so, dass es schwer zu erklären, aber nochmal was Besonderes ist. Ich persönlich brauche die Atmosphäre drumherum nicht, um total heiß auf das Spiel zu sein. Ich war zu meinen Regionalliga-Zeiten oder Oberliga-Zeiten vor 400 Zuschauern genauso geil zu gewinnen, wie es jetzt in der ausverkauften Schüko-Arena ist. Und mich treibt einfach das Spiel brutal an. Trotzdem ist es schöner, vor ausverkauftem Haus zu spielen. Letztes Jahr hat es ja auch ein bisschen Glück gebracht, denke ich mal, dass wir wirklich auch Kopfschmerzen verursacht haben. Wenn es dieses Jahr das Ausscheiden ist, dann gerne.